Hier ist Edda, eure Personal Trainerin, und in diesem Video geht es darum, wie ich auf dem Boden mit einer Matte, also Boden auf der Matte brauchen wir hier, oder ihr habt einen Bettvorleger, also es sollte hart sein, aber nicht zu hart. Also, was wollen wir machen heute? Wir wollen Beschwerden im unteren Rückengesäßbereich lösen. Das kann Ischias sein, das kann Mitte des unteren Rückens sein. Oftmals können wir nicht so genau lokalisieren, wo kommen die Beschwerden her. Und so mobilisieren wir den Bereich unterer Rückengesäß, indem wir uns als erstes mit den Händen unter den Schultern abstützen. Das rechte Knie nehmen wir auf der Mitte der Matte nach vorn, lösen das linke Knie für einen kurzen Moment, um den rechten Fuß nach links herüberzuschieben, dass wir im rechten Knie, das wir vorne haben, einen Winkel haben, als würden wir ein großes A schreiben. Dann geht das linke Bein wieder gestreckt nach hinten. Wir lassen uns auf die Unterarme sinken und der Brustkorb geht zum linken Knie so weit wie hier erstmal möglich. Im Unterarmstütz lassen wir den Oberkörper schon ganz locker sinken. Kopf, Schultern, Arme locker. Warten wir einen Moment. Also, und die Natur hat uns für die erste Minute einen besonders intensiven Dehnreiz geschickt. Da atmen wir einfach locker durch, lassen den Körper möglichst entspannt schon ein bisschen der Schwerkraft sinken, können etwas hin und her schieben, schaukeln und versuchen immer weiter locker zu lassen. Wir spüren nach einer Weile, dass sich die Spannung, der Dehnreiz etwas verändert. Dehnreiz ist in Gesäß und Beinaußenseite zu spüren, kann auch bis zum kleinen Zeh auf der rechten Beinaußenseite ziehen. Das ist alles Dehnreiz, das ist ungefährlich. Wir lassen immer mehr locker. Dehnung ist also ein Loslassen, ein Lockerlassen. Nichts tun, nichts halten, aber es muss erträglich sein. Das heißt, wenn es zu intensiv wird, schiebt ihr euch ein bisschen nach oben, stützt euch ab. Versucht aber möglichst den Oberkörper, Kopf, Schulter, Nackenbereich locker zu lassen. Je entspannter unser Nacken ist, umso besser kann auch der Rest des Körpers loslassen. Und kleine schiebende, schaukelnde Bewegungen helfen uns, immer tiefer in die Dehnung hineinzukommen. Wir können also mit dieser Übung zum Beispiel auch Ischiasbeschwerden vorbeugen. Mit der nächsten Ausatmung stützen wir uns ab, schieben uns nach oben, strecken das rechte Bein, nehmen das linke Knie nach vorn, das rechte Bein für einen Moment strecken, linkes Bein den Fuß nach rechts herüber, so weit wie es eben erstmal die Beweglichkeit zulässt, dann mit dem Brustkorb zum linken Knie nach vorn, Arme locker liegen lassen und Kopf, Schulter, Nacken wieder ganz entspannt. Den Rumpf sinken lassen, Schultergürtel locker, mit jeder Ausatmung ein bisschen loslassen, spüren, wo ist der Dehnreiz, die Spannung, und loslassen in diesem Bereich. Es ist ein Ergeben, weiße Flagge hissen, nichts mehr tun, liebe deine Feinde. Und auch ein Stoßseufzer kann hier gut helfen. Damit lässt unser Körper Spannung heraus und die Muskulatur locker. Nochmal ganz tief sinken lassen mit der Ausatmung und dann stützen wir uns ab und schieben uns wieder nach oben in den Kniestand. Jetzt wollen wir die Knie dicht zueinander nehmen. Aufgestützt sind wir noch auf den Händen und ziehen mit einigen Bewegungen die Unterschenkel, die Füße auseinander, um dann die Füße nochmal locker auszuschütteln, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Legen wir dann die Füße locker gestreckt ab, schieben uns abgestützt auf den Armen, soweit es die Beweglichkeit zulässt, mit dem Gesäß zwischen den geöffneten Füßen. Das heißt, je nachdem, wie eure Beweglichkeit das zulässt, bleibt ihr vielleicht hier in dem vorderen Bereich, ja, bisschen hin und her schieben wieder. Vielleicht ist es ganz gut, ihr könnt schon tiefer kommen, könnt euch auch hinten abstützen. Und vielleicht kommt ihr mit dem Gesäß dann peu à peu auch zwischen die Füße.
ein bisschen wieder bewegen in alle Richtungen und nur so weit in die Dehnung gehen, dass es erträglich ist. Wir spüren hier gegebenenfalls auch im Kniebereich den Dehnreiz. Auch das ist ungefährlich. Im Bereich der Knie setzt die Muskulatur oben, unten, vorn, hinten am Knie an. Das Knie macht also Beschwerden. Verursacher ist aber verspannte Muskulatur und Bindegewebe. Mit der nächsten Ausatmung schieben wir uns wieder nach vorn und kommen in die Rückenlage. Rücken, Nacken lang. Die Arme legen wir über dem Kopf ab, Hände ineinander. Kinn zur Brust, Nacken lang. Die Beine sind herangezogen. Und über eine Seite ziehen wir jetzt die Knie in einer Kreisbewegung dicht zum Bauch heran. Zur anderen Seite lassen wir wieder locker. Die Ausatmung durch den schmalen Mund immer, wenn wir die Knie über die Seite zum Brustkorb heranziehen. Bauch, Beckenboden, unterer Rücken kommen ins Gleichgewicht. Komplette Bauchmuskulatur wird aktiviert. Durch die Ausatmung und den Bauch einziehen ist die quer verlaufende Bauchmuskulatur aktiviert. Durch das mittige Heranziehen die gerade Bauchmuskulatur. Und dadurch, dass wir hier schon in der Kreisbewegung sind, kommt auch die schräge Bauchmuskulatur mit dazu. Der obere Bauchanteil zieht den Brustkorb flach, das Kinn lassen wir zur Brust, den Nacken lang. Und mit jeder Ausatmung hier immer den Brustkorb flach. Die Arme haben wir über den Kopf, sollte es schwierig sein für euch, die Hände hier über dem Kopf ineinander zu legen. Versucht die Arme in irgendeiner Position wenigstens oberhalb der Schultern zu lassen, damit sich der Brustmuskel nicht einmischt. Und wenn ihr spürt, dass die Ellenbogen oder Schultern hier immer mit nach vorn kommen, wenn wir die Knie heranziehen, die müssen genau in die entgegengesetzte Richtung. Also immer, wenn wir die Knie heranziehen, lassen wir die Schultern weg von den Ohren und ziehen Ellenbogen und Schultern zum Boden. Ganze Körperrückseite also fest auf dem Boden und nochmal entgegengesetzt kreisen. Mit jeder Ausatmung korrigieren wir immer wieder unsere Körperposition, Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern weg von den Ohren, Ellenbogen fest auf dem Boden. Und kommen wir zur Mitte zurück. Wir stellen das linke Bein auf und nehmen das rechte Bein Richtung Decke. Den rechten Arm, Schulterbereich lassen wir ganz entspannt in beliebiger Position. Und mit der linken Hand fassen wir am rechten kleinen Zeh, um dann mit der Ausatmung das rechte Bein zu strecken. Hierbei ist es nicht erforderlich, das Knie komplett zu strecken, sondern während wir hier in die Streckung gehen, finden wir einen Bereich, wo Gesäß und Beinaußenseite sich besonders intensiv bemerkbar macht. Und in diesem kleinen Bereich wollen wir bleiben. Durch die Diagonalhaltung erreichen wir Gesäß und Beinaußenseite. Und dort, wo es am meisten der Dehnreiz hier in Gesäß und Beinaußenseite zu spüren ist, bleiben wir. Kinn zur Brust, Nacken lang und den Rücken flach, fest, breit auf dem Boden. Solltet ihr sehr beweglich sein, ist natürlich nichts dagegen zu sagen, das Bein komplett zu strecken. Wenn ihr das Gefühl habt, erst in der kompletten Streckung ist auch Gesäß und Beinaußenseite gut mitgedehnt, dann streckt ihr komplett. Rechtes Bein absetzen, linkes Bein heran, damit wir mit der rechten Hand den linken Fuß greifen können. Erstmal checken, wie fühlt sich das an. Unsere Seiten sind unterschiedlich beweglich. Mit jeder Ausatmung, so wie ihr das kennt, Bauch, Beckenboden einziehen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Linker Arm, linke Schulter liegt ganz entspannt, da ist null Spannung. Einfach mal liegen lassen, dass sich auch der Nacken entspannt. Und jetzt beim linken Bein sucht ihr wieder den Punkt, wo ihr auf dem Weg zur Streckung die intensivste Stelle habt, in Gesäß und Beinaußenseite. Wenn ihr sehr beweglich seid, kann es sein, dass ihr komplett strecken möchtet. Den unteren Rücken immer fest zum Boden und einmal locker ausschütteln. Wir wollen jede Seite noch einmal machen,
also die linke Hand am rechten Fuß. Es geht jetzt schon etwas beweglicher, das heißt, es spricht nichts gegen die komplette Streckung. Wichtig ist aber, den Punkt zu finden für Gesäß und Beinaußenseite. Und mit jeder Ausatmung ziehen wir Bauch und Beckenboden ein. Rücken und Nacken bleibt blank, der Brustkorb flach. Wir haben also unseren Rumpf flach, fest, breit auf dem Boden. Und dann wechseln wir nochmal. Rechte Hand am linken Bein, am linken Fuß. Entweder hier ein bisschen in der Beugung bleiben und dann merkt ihr, oder es geht schon ganz gut und ihr seid komplett gestreckt. Kinn zur Brust, Nacken lang, denkt an was Schönes. Mit jeder Ausatmung Bauch, Beckenboden einziehen. In der Position könnt ihr den Beckenboden lokalisieren, indem ihr den mittleren Anteil des Beckenbodens, den Afterschließmuskel, nach oben innen zieht. Die anderen Anteile machen dabei selbstverständlich mit. Kinn zur Brust, Nacken lang und einmal locker lassen. Locker die Beine ausschütteln, nach innen und außen die Knie, um die Füße und Waden locker zu lassen. Einfach zappeln, strampeln, Rücken, Nacken lang. Bei jeder Bewegung immer Bauch und Beckenboden einziehen, um den unteren Rücken zu unterstützen. Und wenn wir wieder nach oben kommen wollen, alles dufte gemacht, ein Knie mindestens heranziehen oder auch beide über die Seite rollen und dann können wir uns zum Sitzen schieben. Wir können noch einmal den unteren Rücken oder insgesamt den Rücken mobilisieren, indem wir hier die Beine übereinander schlagen, die Knie nach außen sinken lassen, an der Knievorderseite festhalten, erst ganz lang ziehen und dann nach vorn ziehen. Knie weit nach außen und ihr spürt die Dehnung im ganzen Rücken und natürlich auch im Bereich des unteren Rückens. Je nachdem, wo die Verspannungen sind, kann es sich überall mehr oder weniger intensiv anfühlen, was den Dehnreiz betrifft. Der Vollständigkeit halber, Bauch, Beckenboden einziehen, aufrollen, wollen wir noch einmal die Füße wechseln. Oberkörper gestreckt oder ja, mit Bauch und Beckenboden oder hier nochmal festhalten, Schultern nach hinten, Kinn zur Brust, Nacken lang und dann nach vorn sinken lassen. Besonders den unteren Rücken, Hüftbereich locker lassen. Die Arme können weiter über Kreuz schieben, dann habt ihr den Bereich zwischen den Schulterblättern noch mit dabei. Bauch, Beckenboden einziehen. Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Und ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Linderung für Gesäß, unteren Rücken. Es ist natürlich hier auch wieder der Beinbereich. Es ist irgendwie auch mehr oder weniger immer der ganze Körper dabei. Natürlich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Linderung, natürlich insbesondere für unteren Rücken, Gesäß. Sonst lasst mich gerne wissen, wenn ihr weitere Übungen braucht. Und bleibt gesund. Ich freue mich auf euch. Eure Edda.